Willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Jetzt mal wieder mit richtigem Glas. Ja. Und passend zum Viking ja das Rostocker. Herzlich willkommen. Was haben wir denn hier? In der letzten Folge haben wir es vorgestellt. Da hatten wir das Schneiders helle Landbier. Ja. Könnt ihr euch mal angucken, das Video? Jetzt haben wir das Rostocker Pilz. Das kenne ich noch von früher. Habe ich das damals aus Fässern getrunken. Direkt. Du bist damals in so ein Fass reingefallen, Obelix. Mhm. So, was machen wir jetzt denn mal mit? Also ich war auch schon mal auf der Insel Pöhl bei der Verwandtschaft. Und dann habe ich einen Rostocker Radler getrunken. Und ich habe es auf jeden Fall nie ausgetrunken. Das war unwiderstehlich. Auf jeden Fall. Ein bisschen Angst jetzt. Ja, nein, wir werden sehen. Pass auf. Macht der deine Leber nicht so eine Angst. Pass auf. Erstmal hier. Rostock wird am zweiten Wochenende im August zur maritimen Festmeile. Könnt ihr euch gleich schon mal vormerken. Als Admiralssponsor mit an Bord ist das Rostocker, das Bier der Hanseseel. Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot, Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt. 39 Kilokalorien auf 100 Milliliter. Ja. Gebraut in Rostock, ist klar. 4,9%. Und das ist, im April haltbar. Ja, was sagen wir dazu? 24? Ja, 4,24. Mhm. Bronze, Schrott, Blech, Blechzeug. Ja, denn wenn du Blech sagst, sag ich Bronze. Nein, Bronze schreibe ich. Ja gut, das ist jetzt hier nicht so, das ist, also ansprechend ist es jetzt nicht so, obwohl es hier so bunt aussieht wie ein Karneval. Standard. Vielleicht 2 Punkte. Ist aber schon sehr optimistisch. 2 Punkte. Ein oder zwei? Zwei Punkte. Oh. Hä? Was ist denn das? Augensucht oder Augenflucht muss dann auch 2 Punkte geben jetzt. Kommst du denn klar damit? Na klar, das Blaue, das ist schwarz. Hä? Zeig mal ja, das glaube ich dir nicht. Tatsache. Das habe ich von der Entfernung nicht gesehen, wa? Oh Mann, ey. Gut. Ja, Augensucht oder Augenflucht? Ja, mach auf. Oh, da kommt das. Gut. Dann wollen wir doch mal. Glück. Zwei Punkte. Alter, da bin ich aber, also. Packst du aus dem Glas, ja? Ja. Der Schaum ist top. Die Farbe auch. Gibt's ja nichts zu beanstanden. Das könnte man wirklich 4 Punkte geben. Aha. Na, dann machen wir das doch. Na gut. Also, das riecht aber sehr süffig. Steht das hier auch durch, dass das süffig ist? Hast du doch vorher gelesen, oder? Feinherb, hopfig, hellgelb. Jo, hellgelb. Naja. Goldgelb. Halt süffig halt. Ich könnte vermuten, dass es salzig schmeckt. Prost. Prost. Das hat sich schon mal nicht gut angehört. Schlechte Omen. Er zieht die Mundwinkel. Er zieht die Mundwinkel direkt nach unten. Oder? Schon Sprachfehler drin, ja? Ja.
Ich schmecke das Herbe. Ja, du, das ist halt, da fehlt's, das ist halt herb. Na, was sagt denn der Experte? 7 oder 8? 6. Was? Also, 7. Das hat das, also. Special Points. Kostet nicht. Rostock ist eine schöne Stadt. Steht hier nicht. Da gibt es sicherlich auch schöne Ecken. 65 Cent. Ja. Ja, aber es ist. Alter, dafür gibt es aber ein. Was? Das ist doch günstig. Ja. Ah, heutzutage. Boah, Alter, da muss ich aufstoßen vor dem Zeug. Das ist nicht gut für mich. Nicht gut für meinen Körper. Bist du was nicht mehr gewohnt, wa? Du trinkst nur noch das Edelste vom Edelste, naja, wa? Ja, klar. Naja, du musst hier mal die Leber wieder ein bisschen durch. Nee, man muss hier, mein Körper ist mein Tempel. So, ja. Nullpunkte oder was? Was? Spezialpunkte. Was heißt denn überhaupt Hanse-Sale? Das ist ja Hanse-Sale. Ach so, ich verstehe. Das Festival. Ach so. Na? Hanse-Sale. Das ist ja mal was Interessantes. Ja, wenn du behauptest, das ist interessant, dann. Hanse. Sale Rostock 24. Wir haben übrigens genau den richtigen Bieröffner dafür, für Rostocker. Hier unter dem Video Link anklicken, da kommt er da hin. Hm. Holt euch das Ding. Genau. Die kommenden Termine der Hanse Sale. Die 33. Hanse Sale Rostock ist vom 8. bis 11. August 2024. Im Zentrum der 33. Handziel stehen natürlich die vielen Traditionsschiffe, die an den Kaikanten für staunende Augen und an Bord für unvergessliche Erlebnisse sorgen werden. Das Hanse-Sail-Büro bietet nun bereits einen ersten Vorgeschmack auf das internationale Line-Up. Hatten jetzt Endpunkt, Nullpunkte, Special-Punkte? Ja, gut, das ist der Sponsor vom Hanse-Sail. Ja. Okay, Endpunkt. Uwe. Hast du einen Witz? Vielleicht heitert das mein Gemüt ein bisschen auf. Vielleicht auch einen passenden oder so. Also das ist jetzt wirklich nichts, was großartig hervorsticht. Das ist halt, für mich ist das halt untere Suffskala, Süffigkeitsskala. Ganz unten. Steht ein Pilz allein im Wald, kommt ein Hase und trinkt es aus. Ja, toll. Das erinnert mich an die größte Brauerei. Der Wald, weil die Tannen zapfen. Mhm. Ja, so. Ein Ehepaar beim Einkaufen. Wie wär's denn mal damit? Ja, hört sich gut an. Der Mann schnappt sich einen Bierkasten und sagt: Angebot, nur 10 Euro. Die Frau protestiert gleich lauthals und verbietet es. Wie soll es einer sein? Steg nie. Bald findet die Frau eine Gesichtscreme und sagt: Angebot, nur 20 Euro und du wirst mich hübsch finden. Darauf der Mann: Dasselbe hätte auch das Bier bewirkt für den halben Preis. Tja. Gut, reicht jetzt hier mit der Witze. Ja, die werden immer flacher. Die werden immer schlechter von dir. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich erzähl lieber mal ein paar Fakten. Bierfakten. Im letzten Video haben wir ja gelernt, dass Deutschland nicht Weltmeister am Biertrinken ist, sondern Tschechien. Aber wer ist der Weltmeister der Biermarken? Na, Deutschland. Na, Deutschland. Wenn die Deutschen schon nicht Weltmeister am Biertrinken sind, gibt es trotzdem einen Titel. In der Produktion liegen wir an erster Stelle. Über 1500 Brauereien und mehr als 5000 Biermarken sind in Deutschland ansässig. Die meisten davon in Brandenburg? Bayern. Ja, die meisten davon in Bayern. Das hättest du, Juliane, ja. Naja. Ich auch. Ich möchte das eigentlich auch gar nicht austrinken. Nee. Für mich hat das wenigstens ein minus 1 wegkippen. Mhm. Ich sag Uwe, ja. Vielleicht liegt es daran, dass ich ein bisschen Schnuppen habe.
das könnte auch schon. Ich sage nicht, was hier los ist. Also ist eine Verzehrempfehlung nur bei Schnupfen. Ja. Mhm. Okay. Trinkbar nur bei Schnupfen. Boah. Naja. Boah. Jetzt zieht richtig den Nacken runter. Uwe, ja. Oder was? Naja, warte, wenn du Uwe ja sagst, dann hat er sich wahrscheinlich nur da versteckt. Ach, du schmeckst hier nicht. Ich hab Schnuppen. Was ist Icke? Backup-Faktor minus 1? Na, dann macht das so. Wie, na, dann macht das so? Musst du eine Meinung dazu also, haben? Also, ich hab das, ich trink das aus. Ja, gut. Mach doch hier, kannst du bleiben drin. Ach, das nicht? Nee, das nicht. Das ist ja dein Teil. Ja, dann hast du den Kippfaktor. So, was haben wir denn da? Es hat sich noch hier gerettet, ich wette ja. Aber Augensucht oder Augenflucht hat es volle Punktzahl. Also Optik ist ja gut. Mhm. 6, 15. Mit dritt Bronze. Mittelklasse, nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich Billiges. Ja. Genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaften. Man will es nicht mal meinen flüchtigen Bekannten anmerken. Wenn man mal da oben ist, dann kann man es mal probieren. Vor allem, weil es dann da vom Fass ist. Also vom Fass schmeckt es definitiv besser. Ja, also das kann ich jetzt schon mal sagen. Mir fällt ja ein Arm in die Ein, aber wir hatten schon mal eins von da oben getrunken, getestet. Und zum kleinen Einbäcker. Einbäcker hell? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall so ein kleines. Kann sein. Da waren wir uns einig, dass wir das lieber trinken als Rostocker. Ja, das mag sein. Mittlerweile muss man sowieso mal gucken, wie viel Bier haben wir denn schon getrunken. Boah, kriegt direkt so brennt. Das ist halt kein Küstenjungen, du. Ja. So ist das. So, was trinken wir als nächstes? War das denn Täuscher? Jetzt brauche ich was. Vielleicht gibt es das nächste Mal was Leichtes. Boah. Gut. Schaffst du eine ganze? Oh. Naja, wie viel ist denn da drin? 0,33, oder? Ja, den geht nämlich auch. Dann schaffe ich ein ganzes. Steht da nicht drauf? Junge, gib mal her hier. Also, das nächste Mal gibt es das feinste Bud Light. Unbedingt den Kanal abonnieren, damit ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und genau, ich erhole mich jetzt erstmal vom Rostocker. Reicht mir. Ich bin noch davon. Haut rein, bleibt fein. Ciao, bis zum nächsten Mal.